Es ist Montagmorgen, 8.30 Uhr, Zeit für einen Blick in die Märkte. Und was bietet sich hier besser an nach dem dreifachen Hexensabbat am Freitag als mal einen Blick? In zwei große wichtige Indizes zu werfen. Wer es noch nicht gesehen hat oder im Blog gelesen hat, DAX und DAO sind die Indexvertreter für den heutigen Morgen und danach eine Währung mit einer interessanten Situation: US-Dollar, Kandollar. Das gleich live im Webinar. Zuvor aber erstmal danke für die guten Morgengrüße, Ludgard, Georg, Elena, Hans, Ali. Steffen, freue mich. Live dabei heißt, Sie können Fragen stellen. Also schauen Sie sich nicht einfach rein in die entsprechenden Chats auf GoTo oder auch auf Facebook. Und dann schaue ich gerne auch in den ein oder anderen Wunschmarkt mit hinein. Zuvor allerdings der Risikohinweis: der ist wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Moin, Wolfgang. Also, damit gehen wir gleich mal in die Tagesvorbereitung rein. Wir starten mit den Nachrichten. Nachrichten bewegen Kurse, das wissen wir immer, immer wieder. Heute eine sehr wichtige Nachricht hier wieder für die deutsche Wirtschaft. Wir bekommen um 10 Uhr. Daten Von IFO-Institut. Das heißt hier den Geschäftsklimaindex, die aktuelle Lageeinschätzung und auch die Erwartungen. Das bleibt sehr spannend. Wir haben es ja in der letzten Woche gesehen. Ja, dass die Firmenlenker teilweise gemischt in die Zukunft schauen. Schauen wir mal, was hier daraus auch werden wird. Die Zahlen kommen auf alle Fälle um 10 Uhr. Und damit gehen wir weiter in die Charts hinein. Wir starten jetzt aktuell mit der Währung hier. Im US-Dollar kann -Dollar. wie wir hier sehen, der Abwärtstrend ist voll am Laufen. Der Stundentrend übrigens auch, da blicken wir gleich rein. Was haben wir hier auf der Uhr? Wir haben, wir sehen es hier: Trendbruch, Korrektur, Abwärtstrendbildung. Freitag dann nach der sehr, sehr, sehr dynamischen Abwärtsbewegung ein Tag zum Innehalten. Da hatten wir das Low bei 1,31,623. Auf welche Idee kann man als Händler hier jetzt kommen? Auf alle Fälle erstmal, ja hoffentlich zu sehen, dass übergeordnet die Situation abwärts ist, dass wir unten drunter zwei Unterstützungen haben hier bei 131511 und hier unten die 131125. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild ist die Chance vom Freitag. Greifen sich hier die Händler ein Herz und kaufen erstmal noch ein bisschen nach. Dann haben wir hier oben den Widerstand relativ nahe, auch stehen die 1,32,386. Und dann haben wir hier oben noch so einen Bereich. Den habe ich mal mit Grau hinterlegt. Das ist definitiv ein Bestand, der Marktbeachtung hat. Weshalb hier drüben sehen wir es. Es war schon oftmals eine Marke hier in diesem Bereich mit Support hier. Ging es dann drunter, ist das jetzt also ein Widerstand gewesen. Das heißt, der Bereich hier wird mit guter Wahrscheinlichkeit auch einiges an Beachtung finden, zumindest in normalem Marktumfeld. Das ist die Möglichkeit, die sich aus dieser Kerze hier vom Freitag auch ergibt. Und jetzt kommt das große Aber. Aber wir haben hier immer noch laufend die ganze Entwicklung abwärts gerichtet. Und das ist das, was wir im Stundentrend auch sehen. Der Stundentrend ist noch nicht hochgelaufen. Nein, wir haben hier einen Doppeltop. Das sehen wir hier ein Hoch, zweites hoch, alles beides. Knapp unter dem Widerstand hier bei 132 386. Was bedeutet das nun für uns? Auf alle Fälle erstmal hier. Wir haben eine Range, die Range ist da oben und unten begrenzt. Oben drauf haben wir den Deckel bei knapp 1323 und wie schon gesagt, unten hier haben wir das Low bei 1316 in etwa. Wir müssen jetzt also warten, bis wir eine Entscheidung bekommen. Bricht der Markt hier oben drüber, ja? Also hier hat er ja schon mal kein neues Tief gemacht. Dreht er hier auch um, dann haben wir eine Chance ansteigende Tiefs möglicherweise tatsächlich den Bruch nach oben anzugehen. Da muss man einfach ein bisschen abwarten. Wie schon gesagt, wenn der Bruch kommt, dann haben wir hier eine Marke im Raum stehen, die doch durchaus Beachtung finden kann. Hier oben um die naja, hier der Bereich 132.8, äh, 132, 132.8, 132.9. Wie schon gesagt, wir haben es gesehen, das kam aus einem weiteren Bereich von hinten. So weit kommen wir hier jetzt in der Stunde gar nicht zurück. Aber wir sehen es auch hier, es ist ein Bereich, der angelaufen werden kann. Vielleicht für einen kurzfristigen Regressionstrade. Wenn das Ganze allerdings rumdreht und sich nach unten hin fortsetzt, dann haben wir hier definitiv das Ganze auf der Karte nach unten hin mitlaufen. Und das muss man dann einfach sehen. Dann läuft der Trend hier runter. Das heißt, wir haben hier in der Stunde, wir sehen es zwar den Aufwärtslauf auch da, ähm, aber es ist mehr noch so, eine, so ein Seitwärtsgeschiebe. Aber wer die Stunde hier nehmen möchte als Richtungsgeber und aus den kleinsten Zeiteinheiten heraus traden möchte, dann warten wir einfach ab, bis es die Umkehr in den Fünf Minuten gibt und dann geht es erstmal wieder Richtung diesen Hoch hier hoch. Da haben wir ja gesehen, da ist ein Deckel oben drauf. Wenn der weggenommen wird, wie schon gesagt, dann haben wir ein bisschen was an Chancen. Ansonsten Gut und gerne die andere Richtung nach unten traden. Und das ist ja genau das, was wir hier auf Tagesbasis auch haben. Das ist dann genau die Situation, dass sie homogen mit diesem Trend nach unten weiter traden. Und wie schon gesagt, der Tag ist ja schon eher ein Abverkaufstag, den wir hier haben. Heißt also, kurzes Durchatmen nach der Dynamik. Und damit laufen wir hier schön nach unten. Wie schon gesagt, nach unten ist einiges zu sehen. Die nächsten Supports sind schon da. Und wenn man es noch etwas enger zoomt, dann haben wir hier, ich zeichne das auch gleich mal noch am besten mit einer Linie ein. Hier unten haben wir dann den nächsten Bereich, den wir hier noch haben. Das war das Tief von diesem Jahr im Januar. Das ist die, die Marke hier unten um, hier klemmen wir dran, knapp 1. 30, 6, 77, also knapp 1,37, was da nach unten hin noch da ist, also dieser Trend hat durchaus auch einiges an Potenzial nach unten mitzulaufen, wenn wir uns das Ganze mal auch anschauen, die Woche war lange Zeit aufwärts gerichtet, jetzt hat sie hier oben m, tieferes hoch gemacht und wie schon gesagt, wenn das Ganze hier unten wegbricht, dann kann sich das Gesamtbild auch auf der Woche umdrehen und das gibt dem für die short wenn es soweit kommt, auch noch deutliches Potenzial hier an dieser Stelle nach unten und Eins darf man auch nicht beachten, wenn man sich diesen Trend nach oben hin anschaut. Das ist ja hier klassisch der Aufwärtstrend auf der Woche. Jetzt bitte ihn nicht festnageln, das ist natürlich die Spitzen hier oben stimmen jetzt nicht. Aber das Grundbild will ich mal vorgeben. Und wenn man sich sagt, wenn so einen Wochenchart auch korrigieren kann, er kann ja korrigieren bis zum aktuellen Trendtief. Und das haben wir hier unten liegen bei ungefähr 1,27,9 und damit sieht man mal, was da auch an Potenzial kommen kann, wenn der Markt anfängt, das zu spielen. Ich weiß, das ist für den ein oder anderen Trader immer ein bisschen langweilig, wenn man im 5-Minuten-Trend tradet, sich solche Zeiträume anzuschauen, aber wir haben halt hier verschiedene Traderinnen und Trader auch da, auch einige nebenberufliche Trader und das könnte natürlich auch interessant sein für einen Swing Trade in die längere Richtung nach unten hinein, deswegen auch immer mal wieder der Blick in die großen Zeiteinheiten und wir wissen ja alle auch, das große Geld wird nicht im 5 Minuten Chart hin und her geschoben, sondern das geht eher über die größeren Zeiteinheiten bzw. da ist es abgebildet und da kann man ja auch schön mit swingen, wie der Name das schon so schön sagt. Gut, das also hier und damit gehen wir rüber in die Indizes. Ronny, Holger, guten Morgen. Freut mich auch euch hier mal wieder dabei zu haben. Und jetzt blicken wir gleich zusammen in den US-30. Das heißt hier, wir schauen mal auf den DAU nach dem Hexensabbat. Was ist denn hier passiert? Wir sind am Freitag knapp unter dem Allzeithoch zum Stehen gekommen und es wurde komplett abverkauft. Das sind Situationen, die sieht man an solchen Tagen nicht selten sage ich mal jetzt kommt es allerdings an diesen stellen drauf an ähnlich wie wir das im dax auch gleich sehen werden was der markt danach macht das heißt wir sind ja jetzt nach dem hexensabbat das heißt diese ganzen geschäfte sind allesamt abgewickelt das ist weg das ist raus aus dem markt. Jetzt kommt es darauf an, wie hier die Händler weiter verfahren. Warum ist das jetzt so wichtig? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen und diejenigen, die sich mit der Chartanalyse auch schon ein bisschen auskennen oder das auch schon länger machen, die werden sehen, wenn man hier oben nach so einer weit gelaufenen Bewegung eine solche Umkehrkerze bekommt und das auch noch im Bereich eines sehr, sehr wichtigen Widerstands. Dann kann das unter Umständen auch ein Zeichen dafür sein, dass der Markt sich auf den Verkauf vorbereitet, dass wir jetzt also in eine tiefere Korrektur hereingehen. Und das ist der Grund, weshalb wir diese Kerzen so ein bisschen, sag ich mal, mit Vorsicht genießen müssen, ja. Aber wir wissen auch, wir hatten am Freitag den großen Verfall. Das heißt, die Aussagekraft dieser Kerze kann die sein, wie sie immer ist. Das heißt, wenn die Kurse hier danach anfangen stärker zu fallen, das erstmal tief in die Korrektur reinlaufen. Das kann aber auch einfach nur der ganzen Tatsache geschuldet sein, dass Geschäfte halt glattgestellt worden sind und dadurch diese Kerze herausgekommen ist. Ja? Das muss man einfach immer mit dem Hinterkopf behalten. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Ganze auf rein technischer Basis halt anschauen, ist es halt eine Abverkaufskerze, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen. Wir sehen es halt, hier sind wir oben reingelaufen und dann wurde komplett nach unten abverkauft. Punkt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Das ist einfach so, so. Schauen wir uns jetzt hier mal den Stundentrend etwas näher an. Die Tagesrichtung ist ja long. Dann sehen wir einfach, dass wir hier in diesem Bereich nach diesem schönen Ausbruch den Trend prinzipiell so laufen haben, dass wir aktuell schon immer noch innerhalb des Trends verortet sind. Wir sind ja sozusagen hier nach oben reingelaufen. Da, hier unten haben wir das Trend tief. Das heißt, hier ist noch nichts angebrannt. Wir müssen einfach mal auf die Bestätigung warten. Die Bestätigung käme dann, wenn wir tatsächlich hier. Nach unten laufen und jetzt nicht einfach wieder hochdrehen, sondern irgendwo hier vorher abverkaufen und dann den Markt nach unten sehen. Und das wäre dann eine Situation, wo wir sehen: okay, erst einmal mit guter Wahrscheinlichkeit etwas weiter nach unten laufende Preise, Anlaufmarken, die wir dann hätten. Jetzt erstmal auf kurzfristiger Natur wäre natürlich hier dieses Spike Low. Das wäre also auch der Bereich, wo wir hier mit Blick in den Stundenchart bitte ähm, hier aus dieser Formation auch ausgebrochen sind. Das wäre ein Bereich, der gut und Gerne anlaufbar ist. Ja, auf der anderen Seite, wenn wir uns das Ganze mal im Tageschart mit anschauen, dann könnte so eine Korrektur, wenn sie oder so sie hier überhaupt beginnt, natürlich auch etwas tiefer laufen. Das heißt, da haben wir dann hier unten die Bereiche hier. Das hier oben um die Marke von 26.250 Punkten, die Entstehung des Aufwärtstrends. Ne? Hier hatten wir schön die trendbrechende Bewegung, dann die schöne, relativ flache, ruhige Konsolidierung und dann gab es einfach den Knall hier nach oben raus. Hier ist das Level, wo der Trend entstanden ist und das wäre natürlich eine Marke, die gut und gerne auch mal zum Test gekommen ist. Warum? Ganz einfach hier, wenn hier noch Limit-Orders liegen, weil hier nicht alles bedient worden ist, wenn die da genug zur, zur Debatte stehen, dann sorgt das natürlich für Kaufdruck und damit könnten die Preise hier aufgehalten werden und nach oben laufen. Ja? Nächster Punkt wäre dann hier dieses Trendbruchlevel. Das wäre dann auch das aktuelle Korrekturtief, was wir hier haben bei 25.888 Zählern. Also das Ganze hier mal mit Blick in den Tageschart. Aber bitte, wie schon gesagt, wir müssen hier erstmal noch. Auf eine Entscheidung des Marktes warten. Das heißt, die Stunde wird es uns zeigen. Wir sind hier halt unter diesen kleinen Bereich hier drunter gefallen, äh, also unter diesen kleinen Swing hier ähm, in, in dieser Marke. Und jetzt geht es erstmal wieder schön nach oben rauf und das ist halt das Wichtige. Das ist halt Unterschwung gewesen hier. Der Bereich ist schon da, aber erstmal müssen wir sehen: Zwingt da wieder hoch, der Markt? Dann haben wir die Longchancen, dann wird die Freitagskerze negiert und wir haben gute Karten, dass wir hier auch relativ zeitnah wieder in den Bereich des Allzeithochs reinlaufen. Fällt der Markt allerdings runter, dann wäre es hier erstmal ein eindeutiges Signal, dass wir erstmal noch ein bisschen weitere Korrektur sehen und dann muss man einfach schauen, wenn der Stundentrend tatsächlich gebrochen wird, dann haben wir wahrscheinlich tiefere Kurse. Ansonsten. Ja, bleibt die Longseite hier definitiv auf der aktiveren Seite. Und damit gehen wir in den DAX hinein. Hier mit rein. Äh, Ali schreibt hier gerade Zelde Ja, ich habe am Freitag einen Artikel gelesen, da stand äh, sinngemäß drinnen. Dass jetzt diese Hochs im US-amerikanischen Markt äh, die beste Chance, Verkäufe zu machen, sind seit den letzten zehn Jahren. Ja, so what? Wir werden es sehen, ob es so kommt. Ähm, das Risiko ist auf alle Fälle immer vorhanden. Und dann, wenn wir uns die großen Indizes auch anschauen, wo sie jetzt verortet sind. Und wir machen hier gerade auf Wochenbasis ein niedrigeres Hoch das wäre schon ein markantes Zeichen, aber das warten wir an dieser Stelle erst einmal ab. Schauen wir jetzt hier vor Handelseröffnung erst einmal noch auf den DAX, das selbstredend wie immer auch im mit Blick erstmal in den Tageschart hinein. Was sehen wir hier? Kurz, ich zoome mal etwas kleiner, wir gehen dann ins Detail. Wo sind wir aktuell verortet? Wir sind verortet hier an einem Widerstand bei 12471 Zählern. Oben drüber gibt es noch einen nächsten Widerstand bei 12.000 und die 600-Punkte-Marke. Das müssen wir wissen für die Oberseite, was wir dort auch liegen haben. Mit Blick auf die aktuelle Situation ist ja was passiert. Das sieht auf, auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so bullisch aus, hier in diesem Bereich einen Doppeltop zu machen. Das mahnt immer so ein klein wenig auch zur Vorsicht. Und dann haben wir hier mit Blick auf den DAX natürlich auch am Freitag den Hexensabbat gehabt. Das heißt, wir haben hier allerdings anders als im Dau, schon etwas vorher mit Abverkäufen oben angefangen. Und da muss ich sagen, jetzt läuft die Stunde, wenn wir uns die Stunde mal anschauen, äh, schon leicht trendig nach unten. Ne? Wenn man das mal so sieht, hier immer mal so ein bisschen die Spikes, aber. Wir haben halt hier fallende Hochs und fallende Tiefs. Das ist hier auf alle Fälle schon mal etwas in Richtung Abwärts gegeben. Und, klein Augenblick, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, ich zoome es mal noch etwas kleiner, wir brauchen hier mal etwas mehr Historie. Wer sich das Ganze hier anschaut, wir haben halt hier den letzten Schub der Stunde nach oben und da sind wir halt schon unter dieses Tief hier drunter gelaufen. Das heißt, wer sich den DAX mal aus technischer Sicht anschaut, das sieht schon ein bisschen anders aus als im US-Markt. Das heißt, hier sehen wir jetzt schon eine trendige Korrektur nach unten laufen nach diesem starken Schub hier nach oben. Wir sehen es ja hier, das war auch diese schöne Flagge und die wurde dann exzellent nach oben rausgenommen und wie schon gesagt, hier. Sind wir jetzt kurz unter dem Widerstand wieder zum Drehen gekommen auf die Unterseite hin? Und das müssen wir uns einfach mal zu Gemüte führen. Wir haben jetzt hier im Tagesschatten Doppeltop drinnen laufen. Wir haben hier in der Stunde mittlerweile die Bewegung eher nach unten laufen. Das heißt, der Tag ist zwar weiterhin long, aber wer das Ganze von der kurzfristigen Seite anfassen möchte, weiß halt, okay, wir sind jetzt hier im Korrekturmodus und es könnte durchaus noch etwas weiter nach unten gehen. Aber, und das ist das Positive, das Ausbruchslevel hier an dieser Stelle ist natürlich ein Supportbereich. Möglicherweise liegen hier wieder Orders, die von der Käuferseite her bedient werden. Und wir könnten nach oben laufen. Das muss man dann einfach einmal sehen. Das heißt auch hier im DAX die Grundrichtung auf Tagesbasis definitiv auch noch nach oben gerichtet. Wir sind einfach jetzt hier in der Korrektur und Long-Signale könnten dann durchaus wieder auf der oberseite bedient werden erst einmal auf alle fälle hier richtung dieses hochs was wir hier oben drüber stehen hatten um die marke von 12.400 und ein paar in die 40 zähler wir können es mal genau machen es sind 12.000 12.439 zähler das ist das was wir hier oben dran haben also das wäre mal der markt den wir hier nach oben hin sehen könnten und das ist hier das potenzial wenn der markt tatsächlich hier gut durchhält und die kraft da ist nach oben hin zu kaufen dann haben wir halt die Chance, diese Widerstandslevels hier rauszunehmen und uns dann auf die 12.600-Punkte-Marke zu konzentrieren. Das sind tatsächlich schöne Chancen, die wir hier haben, wenn der Verkauf am Freitag genug war. Ansonsten werden wir einfach sehen, wenn die Stunde sich wieder nach unten hin abrichtet, dass wir hier den Markt halt nach unten mit begleiten können. Supports haben wir auf alle Fälle auch da. Wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier anschauen, dann haben wir die nächste Unterstützung hier unten am Trendtief bei knapp 12. 12.000 Zählern, also hier 11.985 Punkte, die wir hier unten drinnen liegen haben. Also hier sind schon noch ein paar Pivotpunkte im Sinne des laufenden Aufwärtstrends drin. Wir müssen nur hinschauen, an der richtigen Stelle warten und dann können wir an diesen Punkten gerne auch zugreifen. Das zu den Handelsideen. Jetzt blicke ich noch mal kurz rein in die Fragefelder, ob ich was übersehen habe. So, nein, Ach, Holger, du bist sogar zurück aus dem Urlaub. Freut mich, das zu hören. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ansonsten, nichts zu sehen an Fragen. Das heißt, in knapp 10 Minuten starten wir hier in den Handel. Also, allen gute Trades. Mich gibt es morgen wieder pünktlich um 8.30 Uhr mit dem Blick in die nächsten Handelsideen. Bis dahin, allen einen erfolgreichen Tag. Schwitzt nicht zu sehr, denkt dran, genug trinken. Trading ist anstrengend. Und dahin, tschüss.